Spannende wäre zu wissen, welche Wirkungskette geht denn durch die Wirtschaft? Also wie fließt denn... Wenn wir über kombinatorische Optimierungsmethoden in einer Bank reden, in welchen Bereichen ist auf solche zu treffen? Ich glaube, das gibt es in sehr vielen Bereichen. Also eine Bank ist ja eine Steuerung von vielen Kennzahlen und von vielen Krediten und Positionen. Kennzahlen, ja, Zinsrisiken, Liquiditätsrisiken, Marktrisiken und dann bei den Kreditrisiken ja immer die Kombination vieler Kreditnehmer. Und gerade in den 90er Jahren, als wir uns mit dem Risikomanagement stärker beschäftigt haben, haben wir natürlich auch mit dem Kreditrisiko gesehen, dass wir im Idealfall eigentlich jeden Kreditnehmer mit jedem anderen Kreditnehmer kombinieren würden und dann sehen, wie die Risiken miteinander korrelieren. Das heißt, wenn ich ein Kreditportfolio zusammenstelle, habe ich Kombinatorik. Wenn ich versuche, meine Kennzahlen zu optimieren, habe ich Kombinatorik. Wenn ich versuche, eigentlich ein Optimierungsproblem zu lösen, habe ich im Grunde in der Finanzwirtschaft eine hohe Kombinatorik. Auch wenn ich ein Veranlagungsprodukt zusammenstelle, kommt Kombinatorik eigentlich immer wieder drinnen vor. Historisch gesehen, wie hat sich das Thema entwickelt? Historisch hat sich das Thema entwickelt, dass wir eigentlich in den 90er Jahren mit in der Marktrisikosteuerung mal begonnen haben, versucht, ein Risiken einzuschätzen und dann in der Kreditrisikosteuerung weitergemacht haben. Und die Modelle, die wir damals entwickelt haben, waren ausgelegt, was kann eigentlich ein Computer rechnen? Also was ist denn überhaupt mathematisch überhaupt darstellbar? Und das Zweite, was ist denn rechenbar? Also zum Beispiel gerade im Kreditrisiko haben wir genau dieses kombinatorische Problem gehabt. Wie korreliere ich Kreditnehmer? Und wir haben dann große Vereinfachungen gemacht, indem wir halt einfach über Branchen- und Länderkombinationen und Korrelationen gearbeitet haben, die wir aus den Aktienmärkten kommen haben. Wie wir das damals getan haben, hat eine Rechenaufgabe für Kreditportfolio oft Tage gebraucht. Also wir haben das Ganze zusammengestellt, haben am Nachmittag eingeschalten, oft sogar vor dem Wochenende haben wir am Montag das Ergebnis gehabt, haben gesehen, dass wir irgendwas falsch eingestellt haben, haben wieder ein paar Tage gebraucht. Heute geht das etwas schneller, aber eigentlich ist die Methode noch die alte geblieben. Lass uns bitte das Thema des von dir vorgeschlagenen Use Cases, Quantum Computer Use Cases, der Wirkungsketten erläutern. Ich fange mit dem Kreditrisiko drinnen an. Im Kreditrisiko war ja immer spannend zu wissen, wie das Kreditportfolio gegenüber Brancheneinflüssen, Ländereinflüssen, Wirtschaftseinflüssen reagiert. Und klassischerweise haben wir versucht, das alles über Branchen einzuteilen. Und wir haben jetzt eigentlich gerade in der Pandemie auch gesehen, dass diese Brancheneinteilung viel zu grob ist und so nicht einfach so drin funktioniert. Also innerhalb der gleichen Branchen haben manche Unternehmen super funktioniert und performt und andere nicht. Und was uns dort eigentlich so bewusst geworden ist, dass es viel spannender wäre zu wissen, welche Wirkungskette geht denn durch die Wirtschaft. Also wie fließt denn von einem Unternehmen zum nächsten Unternehmen, einer anderen Branche, das Geld weiter? Als Tiroler habe ich ein einfaches Beispiel. Vom Tiroler Hotelier, wohin geht denn da das Geld? Also es geht zum lokalen Fleischhauer, das geht natürlich zu den Angestellten, aber wo geht es in der Wirtschaft eigentlich weiter? Und wenn ich jetzt dieses Hotel schließe, bei wem hat das überall dann Auswirkungen? Wenn wir uns das so vorstellen, dann haben wir eigentlich ein Wirtschaftsgebilde, das ja aus lauter Cashflows und Geldflüssen da drinnen besteht, über Branchen hinweg, von einem Unternehmen zum nächsten. Jetzt als Risikomanager wäre es für mich ideal, wenn ich das einerseits einmal begreifen könnte, dass ich es wirklich messe und weiß, wie das drin läuft, und andererseits, wenn ich das sogar dann noch simulieren könnte. Wir haben hier Unternehmen, die sehr oft in zwei Branchen tätig sind, obwohl eigentlich nur unter eine angesehen werden oder bewertet werden. Ja, da fällt mir ein gutes Beispiel ein. Da gibt es in Oberösterreich zum Beispiel einen fleischverarbeitenden Betrieb, der eigentlich sein bestes Ergebnis nicht aus dem Verkauf der Lebensmittel macht, sondern damit, dass er die Tierhäute wieder Automobilzulieferern zur Verfügung stellt, die daraus Ledersitze für deutsche Luxusautos machen. Und jetzt, das kriegst du eben nicht über die Brancheneinteilung her. Und da brauchst du eigentlich dann eben irgendwie ein Verständnis, wie das in den Wirkungsketten geht. Und aus meiner Sicht hat ja eine Bank
in den Kontodaten und den Zahlungsströmen ganz tolle Informationen darüber. Das heißt, eigentlich sehen wir in diesen Daten, wie das Geld durch die Wirtschaft fließt. Selbst wenn es eine Bank nicht vollständig hat, hat sie doch einen wunderbaren Querschnitt. Also das ist absolut ausreichend, das einzuschätzen. Und da kommen wir jetzt ein bisschen wieder zurück auf das ganze Thema des Quantum Computing, weil das ist natürlich extrem aufwendig. Also ich brauche sehr wohl einmal eine künstliche Intelligenz, die mir die Umsätze richtig zuordnet. Also ich muss mal irgendwie lernen, wie passen denn diese Umsätze zusammen und wie kann ich das überhaupt systematisch erfassen. Und zweitens brauche ich dann aber eine enorme Rechnungsleistung, diese Kompliziertheit oder fast Komplexität dieser Dinge in irgendeiner Art und Weise abzubilden und darzustellen. Und das sprengt die normalen typischen Rechenvorgänge, die wir jetzt in unseren Modellen haben. Das heißt, wir haben hier einen Produzent, den wir beobachten in gewissen Sektor, aber in Wirklichkeit seine wirtschaftliche Abhängigkeit ist von einem anderen Sektor, wesentlich mehr geprägt. Das ist in den meisten so, also das ist ganz unterschiedlich. Es ist innerhalb, die Brancheneinteilung ist auch selber zu groß und zu grob. Also du kannst dir gar nicht reinstellen, was tiefer geht. Ich nehme ein Beispiel aus der Zeit nach der Finanzkrise. Nach der Finanzkrise war große Sorge, wo kommt der Aufschwung daher? Wir haben dann festgestellt, dass überraschenderweise der Aufschwung in der deutschen Automobilwirtschaft und im Maschinenbau viel stärker ist, als wir es erwartet hatten. Und wir haben dann gesehen, wie sich dieser Wirtschaftsaufschwung in der gesamten Zuliefer- und Maschinenbauindustrie zuerst in Österreich weiterzieht und dann in ganz Osteuropa weiterzieht. Also in der Slowakei, in Ungarn, in Tschechien, überall in den Teilen, die auch da drinnen stark waren. Hätten wir das anders gemessen, also hätten wir das schon anders erfasst, dann hätten wir solche Effekte viel, viel besser quantifizieren und abschätzen können. Und wenn ich dich richtig verstehe, das heißt, die Bank verwendet heute für die Bewertungen Daten, die ab und zu sogar 6 Monate alt sind, nicht? Weil man verwendet den letzten wahrscheinlich halbes Jahr Geschäftsbericht. Aber was du jetzt vorschlägst, ist prinzipiell, sich die Daten aktuell aus dem Zahlungsverkehr holen, weil da habe ich die Daten aktuell. Und da kann ich mit Anwendung von künstlicher Intelligenz auch die richtige Zuordnung sofort. Absolut. Und ich möchte zwei Aspekte da nochmal rausstreichen. Einerseits kannst du jetzt erst einmal analysieren, wie du typischerweise einen Wirkungsstrom einschätzt. Und du kannst sagen, also klassischerweise ist das mein Wirtschaftsmodell. Und du kannst aus aktuellen Zahlen dann ganz schnell einschätzen, wie sich denn vermutlich die jetzige Situation auswirken wird. Das heißt, wenn ich in diesem Bereich diese Zahlungsströme nicht mehr habe, was geht dann eigentlich in anderen Bereichen auch verloren und wie wirkt sich das risikotechnisch aus? Also wir haben zum Beispiel auch wieder in Oberösterreich, Fall gehabt, dass ja länger diskutiert wird, ob ein großes LKW-Werk übernommen wird oder nicht. Und man hätte aus dem heraus zum Beispiel, wenn man das jetzt so durchdenkt und analysieren könnte, hätte man auch aus dem überlegen können, welche Auswirkungen hat es denn, wenn so ein lokal wirtschaftlich sehr bedeutendes Unternehmen, wenn das schließt, welche lokalen Auswirkungen, mit welchen muss ich denn eigentlich da drinnen rechnen? Und ich glaube, dass wenn ich jetzt irgendwo mal denke, was wird sich im Risikomanagement in nächster Zeit drin tun, dann könnte ich mir vorstellen, dass solche Auswirkungen und solche Analysen ganz, ganz zukunftsweisend sein werden. Das heißt, im ersten Schritt, du verwendest künstliche Intelligenz, um die Daten neu zu ordnen und neu aufzubereiten. Du brauchst künstliche Intelligenz, um die Daten nochmal richtig zu verstehen, weil die Daten schauen ja bei jedem anders aus, die sind ja nicht immer gleich, es schreibt ja nicht jeder genau das Gleiche hinein. Das heißt, die künstliche Intelligenz muss lernen, das richtig zuzuordnen, das ist sonst viel zu aufwendig. Und zweitens brauchst du auch künstliche Intelligenz, damit sie auch lernt, diese Daten zu aggregieren und zu reduzieren. Genau. Weil sonst ist das ja, hast du zwar ein Netzwerk, aber das ist so kompliziert, dass wir es alle wieder nicht verstehen und nicht behandeln können dabei. Und wenn wir einmal so gewonnene Daten haben, dann können wir im zweiten Schritt dann diese kombinatorische Berechnungen machen, die uns diese neue Erkenntnisse in die Risikoprojektion einfließen lassen. Also ich stelle mir das, die Kombinatorik alleinhaft so vor, dass ich alle miteinander verbinde und dass da irgendjemand sitzt und das ganz oft durchspielt. Und nachdem wir nicht ein paar Millionen Jahre Zeit haben, das zu tun, macht das sozusagen da ein sehr, sehr schneller Rechner, der alle Fälle durchspielt. Und der würde genauso eben alle möglichen Kombinationen, die da jetzt passieren können, in Simulationen versuchen darzustellen und jetzt eigentlich die herausfinden, die besonders kritisch ist. Und was wir jetzt dann tun könnten, wäre, den Computer, das ist vielleicht eine schöne Vision, zu sagen, bitte nimm dieses Portfolio und schüttel es nach verschiedensten Kriterien durch
und sag mir, wenn du das so durchgespielt hast, was sind denn wirkliche Faktoren, die hier größere Risikoauswirkungen hätten, also die das Portfolio zu Fall oder in Schieflage bringen würden. Also man könnte eigentlich umgekehrt noch genauer einfach mal den Computer analysieren lassen, wo sind denn da Schwachpunkte, weil er aus der Kombinatorik dann alle solche Wirkungsketten entlang durchspielen könnte, die besonders dieses Portfolio fragil machen. Und das ist das Bereich, wo dann die einmalige Chance mit einem Digital Annealer, einem Vorcomputer von dem Quantum Computing hier helfen könnte. Das wäre der geplante Use Case dazu und das wäre enorm spannend. Ich glaube nicht nur in diesem Fall, es gibt auch andere Dinge, wo es ähnliche kombinatorische Probleme gibt, aber das wäre ein sehr, sehr konkreter Fall. Was gewinnt die Bank durch diese neue Vorgangsweise? Das heißt, wir haben jetzt anderes analysierte Daten zur Verfügung, wir haben jetzt eine Anreicherung der Risikobewertung. Was ist dann der Benefit für eine Bank? Die Bank gewinnt in der Risikosteuerung eine ganz andere Form der Präzision. Also jetzt ist die Methoden und Modelle sind ja sehr, sehr vereinfachend. Mhm. Zum Beispiel das Kreditrisiko wird meistens bewertet über Länder-Branchen-Korrelationen, die man aus Aktienmärkten ableitet. Also das ist eine Technik der 90er Jahre, die leider immer noch gang und gäbe ist. Sowas könnte ich dann wirklich ersetzen durch eigentlich meine tatsächliche Korrelation, also nicht eine rein statistische, sondern eine, die ich gemessen habe anhand von Zahlungsströmungen, anhand von Abhängigkeiten. Das heißt, die wäre in meiner Risikoschätzung weitaus präziser. Mhm. Und um dir eine Dimension zu geben, also eine Bank ist ja, wenn ich 100 Millionen Kredit habe oder eine Milliarde, dann habe ich 10 Millionen, also ungefähr 1% Ausfälle, um es ganz groß in der Dimension zu machen. Und wenn ich Glück habe, ein weiteres Prozent Marge. Das heißt, ich habe eigentlich ganz, ganz eine dünne Margendecke. Das heißt, wenn ich in der Schätzung präziser bin und besser bin, dann kann ich sowohl in meiner Risikovorsorge deutlich gewinnen, als auch in meiner gesamten Planung eigentlich viel früher und rechtzeitig Gegenmaßnahmen einleiten. Und um dir Dimension auch da nochmal zu geben, das Kreditrisiko ist einfach dabei das größte Ertragsbestandteil in einer Bank drin. Das heißt, der Hebel ist durchwegs groß, den ich dabei habe. Und für so einen Betrieb, dann heißt das auch andere Bedingungen wahrscheinlich von so einem Finanzinstitut. Nicht unbedingt. Ich glaube, dass das jetzt in dieser großen Geschichte der Betrieb selber nicht betroffen ist. Der ist betroffen von einem anderen Thema, über das wir vielleicht noch sprechen sollten, zum ganzen Thema ESG. Mhm. Weil das bringt auch wieder ähnlich eine neue Dimension dazu. Wenn wir sagen, ESG und Nachhaltigkeit und Klimaziele werden ja eigentlich das große Thema unserer Wirtschaft für die nächsten 10, 20 Jahre. Dann wird es auch das große Thema für die Bank und dann wird es auch ein Thema für die Steuerung. Und an und für sich kann eine Bank einen großen Beitrag leisten in diesem Transfer und diese Transformation, die Wirtschaft da drin braucht. Im ESG-Thema geht es ja jetzt politisch vor allem darum, Transparenz hineinzubringen. Und die Banken werden benutzt, diese Transparenz sozusagen in die Wirtschaft hineinzubringen, indem die Banken mal messen müssen, wie ESG-sauber sind denn die Unternehmen. Und die Banken werden, ob sie jetzt wollen oder nicht, von der Politik so in die Rolle gedrängt, dass sie das über ihre Kreditportfolien eigentlich den Unternehmen abverlangen werden. Und das bringt sie schon ein bisschen eine gewisse Herausforderung, weil sie damit eigentlich jeden Kreditnehmer fragen müssen, was hast du für einen ESG-Abdruck in deiner Finanzierung oder die du da von uns da drinnen nimmst. Und damit natürlich einen anderen Nachdruck haben. Für mich ist ganz wichtig, dass Transparenz ja was Positives in dem Fall ist, weil etwas, was ich beobachte, lenkt auch die Wirtschaft. Also alles, was gemessen wird oder irgendwie beobachtet wird, lenkt das. Und ich glaube, das ist ja die Intention der Politik. Mhm. Und das wird auch jetzt dann in die Bankenwelt hineinkommen. Mhm. Also so wie zum Beispiel durch Basel II vor jetzt bald einmal 15, 20 Jahren das ganze Rating-Thema, das gesamte Bilanzauswertungsthema noch einmal stärker gepusht wurde, wird jetzt das Thema Nachhaltigkeitsabdruck gepusht. Über den Kapitalmarkt, über den Bankenmarkt. Ob wir das wollen oder nicht, also aus meiner Sicht sind die Kapitalmärkte auch hier schon längst ins Grüne gekippt. Also das ist auch etwas, was man nicht mehr zurücknehmen wird. Und da wird auch die Taxonomie eine große Rolle von EU spielen. Die Taxonomie ist genau dann das Regelwerk dazu. Mhm. Und dieses Regelwerk beginnt jetzt für die großen am Kapitalmarkt und das geht dann Schritt für immer kleinere Unternehmen runter. Und das wird
zuerst die großen Banken stärker betreffen, dann die kleinen, aber es wird uns alle im Finanzsektor betreffen. Und wir werden sozusagen wie eine neue Größe bekommen, nämlich über, wie wir Kreditrisiko oder wie wir Rating als Größe hatten, wird die ESG-Beurteilung von Finanzierungen. Und das, was wir als Banken mit unseren Finanzmitteln machen, eine große Rolle spielen. Und wir werden nicht nur reporten, ob wir grüne Autos fahren sozusagen, sondern wir werden auch reporten als Banken, welchen nachhaltigen Abdruck unser Kerngeschäft gemacht hat. Wenn ich das jetzt voranstelle als Bank und sage, ich will da meinen Platz dazu tun und ich will meinen Beitrag leisten, dann müsste ich das in irgendeiner Form auch messen. Wenn ich das messen will, muss ich eigentlich darstellen, wie viel ESG-Abdruck habe ich jetzt im Kreditportfolio, was haben jetzt meine Kunden schon da drinnen und dann, welchen Beitrag habe ich als Bank geleistet, dass dieser ESG-Abdruck meiner Kunden besser geworden ist. Das ist jetzt, kann man einfach formulieren, das ist jetzt natürlich nicht ganz trivial, weil wir natürlich die Daten der Unternehmen noch nicht haben, aber wenn wir die Daten der Unternehmen jetzt sammeln werden, dann komme ich wieder in etwas, wo ich eine Portfoliostruktur habe und wo ich wieder in Optimierungsthemen hineinkomme und wo ich auch wieder in Kombinatorikthemen hineinkomme. Weil ich könnte mir jetzt überlegen, wenn ich sage, das ist mein Kreditportfolio und das sind mögliche Maßnahmen, was hätte denn den größten Effekt? Also nicht mehr den Effekt, wo verdiene ich den größten RORAC oder den größten ROE, sondern eigentlich, wo habe ich den höchsten ESG-Effekt? Und dann würde etwas, was ich sowieso für spannend halte, nicht mehr die Rendite im Vordergrund sein, sondern auf einmal ESG-Abdruck. Wieder eine große Herausforderung im Sinne des Datenmanagements, aber auch wieder eine Herausforderung im Sinne von, wie simuliere ich dann eigentlich mein Portfolio und wie kombiniere ich es, wenn ich Teile davon auslagern, umgestalten oder sonst haben will. Und da kommt das Quantum Computing voll wieder zum Zug oder wird auch da wieder relevant. Spannend. Vielen Dank, Wolfgang Weineck. Danke sehr. Mein Name ist Wolfgang Weineck. Ich bin Freibanker und wir unterstützen die Banken bei sinnstiftenden Strategien und deren Umsetzung. Mein Name ist Pavel Horáček und ich freue mich über die Möglichkeit, bei der Fujitsu Technology Solutions Banken und Versicherungen in Österreich auf deren Weg in die digitale Transformation unterstützen zu dürfen.